Hallo und herzlich willkommen zur inzwischen vierten Folge von Minecraft Undersea. Eigentlich wollte ich gestern schon eine Folge aufnehmen, aber ja. Ich hatte gestern Windows Crash und ein Glück gibt es hier Backups. Sonst hätte ich wieder von vorne anfangen können. Und ja, Backups eingespielt und hurra, es ging wieder. Und Windows war ein Ding auf. Wo waren wir eigentlich? Habe ich ganz vergessen, nachdem ich gestern ja stundenlang rumgesessen habe und mir in den Kopf gemacht habe, wie mein Windows wieder funktioniert. In mein Scrapbook. Und schauen mal, ob wir irgendwelche Quests haben, die wir noch nicht haben. Fairy Friends. Wir müssen also ein Kodon machen. Kodon ist kein Problem, weil ich habe inzwischen alle Erze durchgeschmolzen. Und wir haben zu wenig Eisen. Gut. Oder nicht gut, besser gesagt. Tin, Tin, Tinlet. Wir brauchen Eisen. Hier noch irgendwo Eisen drin? Na. Gut, besser gesagt nicht gut. Oder recht hat. Da können wir uns eine Lore machen, aber wenn nicht, uns genau ein Eisen. Wow. Haben wir hier noch irgendwas, was wir zum Durchsieben nehmen können? Ja. So, nicht Sand. Und hier hinten. Aber auch noch Sand. Und Gräubel. Also 7 können wir jetzt genug noch. Inzwischen habe ich auch den Water Tank oder Bohrer, was war, hingestellt und habe das hier teilautomatisiert. Heißt, wir können jetzt hier einlegen, hier oben Wasser reinmachen. Dann hatte ich hier eine kleine Wasserquelle gemacht, damit es ein bisschen schneller geht hier. Dann mal rein und hoffen, dass wir sonst sein kriegen, das sag ich schon. Hier haben wir noch zwei Eier, die dürften reichen. Drei Eier. Na, im Ende damit rein. So, und dann machen wir die jetzt schnell hier rein. Aber da war ja noch Eier drin. Ich bin Fuchs. So, lass mal schnell durchschmelzen. Damit wir das haben. Ansonsten, jo, schreibt in den Kommentaren, wenn ihr mir helfen wollt. Vielleicht kennt ihr das Modpack ja auch schon. Dann bin ich über manche Hilfe bestimmt sehr froh. Okay, Cauldron haben wir auch. Den stellen wir jetzt auch mal irgendwo hin. Wozu wir den auch nehmen können. Weiß ich noch nicht, aber wir Clams kriegen mal ein Bucket und eine Courgette. Courgette ist gut, weil so haben wir immer Müll zu trinken. Soll ich woanders entscheiden? Dahin am besten. Wenn wir jetzt einen Eimer nehmen, weil da hier noch Platz drin ist, können wir dann Müll trinken. Gut, nächste Quest, Better Questing ist da. Und wir haben auch noch die offen. Scharnige Toolbox. Stone Gear. Holz und Stone Gear. Stone hatten wir hier noch in. Machen wir uns gleich mal 4 Stück. Da brauchen wir noch ein bisschen Stone. Immer keins dran.
Und dann warten wir einfach mal. Hier ist noch dran. Stone. Aber also doch noch. So, 4 Stück wartet. Dann brauchen wir eine Chest und einfach Holz. Holz haben wir, eine Chest haben wir glaube ich nicht mehr. Könnten wir uns aber craften. Holz haben wir massenhaft. Jetzt wieder hier. Also auch am Start. Also wissen wir welchen Table? Im normalen Crafting-Table. Und hier war der normale Holz, glaube ich, ne? Und dann haben wir eine mechanische Toolbox, wo wir die auch immer für brauchen. Die stellen wir auch mal hier hin. Auch aus diesem Crafting Table im Endeffekt, da kriegen wir einen Hopper, eine Steel Axt. Ja. So, wir können uns ausrufen oder was? Wurde, glaube ich, die Steel Axt. Wow. Gut. Nächste Quest. Ein Kofferofen, dann nehmen wir den normalen Ofen und einfach mit Koffer umranden. Das heißt, wir bauen jetzt den Ofen ab. Wir so viel Koffer? Ja, Koffer haben wir massenhaft, ne? Haben die irgendwo noch eine Spitzhacke? Da ist er. Gucken, vielleicht ist er auch ein bisschen schneller. Und Quest erfüllt, dafür kriegen wir Minigolds. Okay, wir kommen voran. Ein Grinder? Weiß gar nicht, wo das Problem beim Grinder war, wo wir die noch nicht gemacht haben. Beim letzten Mal. Sticks und eine Säge bauen. So, gucken wir mal, ob wir den normalen Crafting Table in der Hinsicht machen können. Oder ob wir dafür was anderes benötigen. Ja, ist einfach nicht so laut. Am Start, wir brauchen Eisen, Stick und Oakwood Planks. Entschuldigt. Eisen. Und Oakwood Planks. Nö. Aber so. Aber auch am Start. Und dann brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mal und dann können wir das hier reinpacken andersrum und hätten auch diesen Quest erfolgreich erledigt. Und können wir irgendwas grinden? Ich weiß noch nicht wofür, was wir da brauchen, aber könnten wir auf jeden Fall jetzt tun. Dafür kriegen wir die Wooden Wack. So, und dann haben wir einen Tank unten vorne. Einen Funnel haben wir doch schon mal gebaut, ne? Dafür kriegen wir einen Golden Bucket.
Wo habe ich den Funnel dran? Irgendwo, ne? Dann ist die Frage, wo ist der Funnel? Weil gebaut haben wir uns den auf jeden Fall schon mal. Hoppa. Hoppa. Oder haben wir den wieder irgendwo verquartet? Ich weiß es nicht. Okay, nicht so schlimm, nicht so schlimm. Wir müssen auf jeden Fall erstmal wieder hier. Den Ofen raufsetzen, dass es hier. Ah, da passt ein bisschen mehr rein, ne? Beziehungsweise können wir zwei Sachen gleichzeitig durchschmecken. So wie es aussieht. So. Dann gucken wir mal, was wir machen müssen, damit wir den Quest fertig kriegen. Also, hier ein Eimer und sechs Eisen. Oder eigentlich sparen wir einmal hier. Ein Eimer und sechs Eisen. Dann nochmal ein Tank. Ah, den stellen wir auf jeden Fall auch mal hier hin. Wollen wir darauf zugreifen? Nein, ne? So, und jetzt machen wir uns nochmal ein Funnel. Wie gesagt, haben wir eigentlich. Oh. Der ist so schwer. So, machen wir hier. Eimer. Stellen einmal rein. Nehmen wir uns den Funnel raus. Jetzt habe ich den Tank nochmal ins Inventar nehmen und schwuppdiwupp kriegen wir einen goldenen Eimer und dann haben wir den fertig geklemmt, also fertig gemacht den ganzen Questlauf und wir müssen mal gucken, ob wir irgendwas dazwischen noch, was wir auch schon fertig haben. Nein, können wir nicht claimen. Können wir auf jeden Fall kleben. Kriegen wir wieder was? Und dann müssen wir erst anfangen. Und sonst haben wir noch nichts irgendwie, wo man sagen könnte. Gut, okay, dann hätten wir das schon mal so fertig. Wenn der Funnel Wasser trägt, kann man damit Wasser nach oben treiben? Das wäre mal interessant zu wissen, weil wir könnten das Ding jetzt hier nun fast komplett automatisieren. Ach nee, wir könnten einfach mal machen, die Sink. Ja. Was braucht man dafür? Open Block Tank. Okay, haben wir noch nicht. Jetzt könnten wir einfach alles wegpacken. Wenn wir Platz hätten, Platz haben wir nicht. So, was wir machen könnten, das wäre, hätten den mal nicht reinpacken, weil der brennt gerade. Gut, gehen wir zur nächsten Questline rüber. Müssen Käse machen. Und dazu brauchen wir Milch. Haben wir den Körner gerade abgebaut? Ja. Hier haben wir unsere Milch. Wo ist der Körner drin? Hier ist er. Wollen wir den Käse essen oder?
den eigentlich leer machen, den Eimer, aber gut. Dann nehmen wir nochmal einen Eimer. Käse brauchen wir denn? Ein Käseblock. Bis erfüllt. Dann kriegen wir ein Upgrade für Radklettern. Was das auch immer mag. Schießing the Hand. Den haben wir doch schon, ne? Turret. Turret haben wir definitiv schon. Ja, 27 sogar. Und kriegen wir noch ein Lumberjack Upgrade. Wofür? So. Jetzt müssen wir den Käse schlecht werden lassen. Und zwar hier drin. Wir nehmen die Kacke oder was auch immer sein soll. Das hätten die ruhig ein bisschen anders machen können, dass man das sieht. So, haben wir. Das nächste Upgrade incoming. So. Muss man den Käse verteilen. Nicht gerade geklemmt. Wir müssen den Käse jetzt zerteilen. Allerdings nicht mehr. Ja, mit dem auch nicht. Ja, wie? Plus 16. Minus 16. Ding hat 120 die Ability. Warum? Geht es nicht? Versuchen mit Kopfball zu machen. Wasser macht man wo? Nochmal kurz ein Thema. Okay. Also nehmen wir mal raus, legen wir drin, machen da Spielzeichen und wir kriegen 300 noch was. So, damit können wir jetzt den Käse auf jeden Fall zerteilen. Müssen wir noch irgendwas rein machen? Lock auf Schieß. Das ist kein Block auf Schieß, ne? Block auf Schieß. Aber ich hab doch Käse. Achso, wir müssen nochmal komplett neuen Käse machen. Den können wir nicht benutzen. Da war der Fehler. Aber. Stellen wir hier hin. Ist doch nicht, was ich damit soll, aber der Käse fertig. So, Block auf Schieß ist incoming. Ach, 16 müssen wir machen. Sag ich das mir doch. Aber was ist mit dem Käse hier?
Der stinkt vor sich hin. Der braucht noch ein bisschen. Jetzt fertig, können wir gleich den nächsten Käse machen. Den auch gleich wieder schneiden. So soll der letzte sein. Aber was ist, wie gesagt, mit dem anderen Käse hier? Eine Ratte? Ratteneck? What? Aua, aua, aua. Okay. Wir sollen den verbrannten Käse, glaube ich, nicht nochmal auf den Fußboden stellen. Da können böse Ratten rauskommen. So, haben wir 16. Gewiss ist voll und wir kriegen einen Rattenkäfig. Im Moment, falls die nächste Ratte mich beißen will. Sind auch Blocks, dass man. Kann ich hier reinmachen oder? Erstmal können wir das selber essen. Aber wir können es auch nicht reinpacken, ne? Nö. Gut, wozu denn die Rattengehwege da auch gut sind? Ist mir Schnuppe. So, wir brauchen Wunden. Ja gut. So, ich hoffe, ihr hört gerade die Kinder nicht von meinen Nachbarn. Was ist denn alles, was wir hier kriegen? Ich bin ja begeistert, aber. Piestach. Käse und Stöcker. Könnten wir doch mal wieder Käse verkehren lassen. Vielleicht kriegen wir liebe Ratten raus. So, zwei Sticks und ein Käse. Bestimmt wieder falsche Kraft im Dirbel. Und Schießstab ist incoming. Und dafür gibt es wieder Upgrades. So, ab zur nächsten Quest. Leaves, Apfel und Karotten. Leaves, Karotten und den Apfel haben wir auch noch. So, ab in den Crafting Table.
So, dass jetzt mein Kind was nicht hören kann. Wo ist der Fehler? Dies? Warte. Ach ja, Wasser. So, ich hoffe, dass diese verrückten Kinder draußen nicht allzu laut sind. Und ihr den ganzen Krach von denen hört, weil die Eltern nicht in der Lage sind, die Kinder zu erziehen. Und die im Treppenhaus rumrennen müssen. Es reicht immer noch nicht, wie viel Wasser sie denn holen. Hier passen vier Eimer rein. Vor allem ist es immer noch nicht. Ich glaube, ich werde mal automatisch weiter craften und dann muss ich aufhören, weil die Kinder hier nicht in der Lage sind, Ruhe zu halten. Okay, ich sag mal, bye bye, ciao, ciao, ich bin raus.